Haben Sie eigentlich gewusst, dass am Hofe von Kaiser Franz Josef nur Tafelspitz vom steirischen Murbodner Rind aufgetischt wurde? Kaum zu glauben, dass diese milcharme Rinderrasse in weiterer Folge keiner mehr wollte, bis eine steirische Bergbauernfamilie das geändert hat. In den 1980er Jahren war das Murbodner Rind fast vom Aussterben bedroht. Aber jetzt sieht man diese hübsche und robuste Rasse oft auf den Almen. Und vor allem kleine landwirtschaftliche Betriebe entscheiden sich für diese Tiere. Die Murbodner Rinder sind erstens, sage ich mal, eine ganz schöne Rasse. Das ist das erste Merkmal. Die zweiten Merkmale sind natürlich die schwarzen Klauen, eine Schnippen beim Flotzmaul und die schwarzen Hähnspitzen bis zu den schwarzen Augen. Sie sind ganz genügsam, sie passen extrem, sie im Klima an. Sie sind eben im Grundfutter, was da auf der Alm wächst, mit dem kommen sie aus. Und das ist auch unser Ziel und damit sind wir zufrieden. Die Murbodner sind die älteste Rasse in der Steiermark und seit 151 Jahren laut Zuchtbüchern anerkannt. Von Mai bis November grasen sie auf den Almen, optimal auch für Kühe und ihre Kälber. Naja, unsere Bauern sind ja zu 90% Mutterkuhbauern. Murbodner Kühe, wie man weiß, mögen ja nur ein Drittel, was intensive Kühe mögen. Die sind extrem lieb zu den Kälbern. Sie passen auf die Kälbern auf. Sie schauen, dass mit den Kälbern unterwegs sind. Und die Kälber geht es dadurch gut, ja. Die Murbodner waren damals hauptsächlich Arbeitstiere mit vielen Muskeln. Die Züchter argumentieren damit auch den besonderen Geschmack des Fleisches. Wir haben die genetische Anlage, Gott sei Dank, dass wir einen sehr hohen Anteil an intermuskulären Fett haben. Der Geschmack des Fleisches hängt eben am Fett, mehr oder weniger. Und das kann sich langsam bilden durch die Bewegung im Berggebiet. Die 500 steirischen Murbodner Bauern mit ihren 7000 Tieren werden oft als Visionäre belächelt. Doch derzeit trotzen sie dem Preisverfall beim Rindfleisch. Vor allem jetzt in Corona-Zeiten, wo ja der Rindfleischmarkt ganz, ganz schwierig ist, haben wir da einen Partner, der da auf uns schaut und dass unsere Bauern auch in der Zeit gut bedient werden. Viele Konsumenten schätzen Steaks von dieser alten Rasse und eine spezielle Wurst, drei Sorten davon, wird auch hergestellt. Die Murbodner Wurst ist eben eine der einzigen Würste oder die einzige überhaupt, die rein aus Rindfleisch besteht. Da ist weder Schweinespeck noch Schweinefett dabei, da ist nur Rindfleisch drinnen. Dass diese Rinder weiter unsere Almen als Heimat haben, dafür sorgt sicherlich auch die Next Generation der Familie Hörzer hoch über Übelbach. Ja, also ich habe mit 10 meine erste eigene Murbodner Kuh gekriegt, also damals noch Kaiwal. Und wichtig ist, dass wir gute Fleischqualität haben und dass wir einen guten Preis haben, das ist auch wichtig.